ist ein See, oder? Ich weiß es nicht. Ich geh mal rein, dann werden wir uns versehen. Jetzt muss man immer mit einem GPS vor jede Höhle einen Marker setzen, damit man weiß, ob man da schon drin war. Oder man druckt sich einfach eine Karte aus. Aber doch, hier ist das Boot. Doch, doch, hier waren wir doch schon drin, Leute, oder? Das war, glaube ich, die Kackhöhle, oder? Ja, wo einfach nichts war. Ist wenigstens was nachgespawnt? Nee, hier ist nur. Hier hinten sind Kisten. Ah, da sind Kisten. Okay. Stimmt, das ist die Kackhöhle gewesen, ne? Ja. Hier war ja nichts weiter. Hier sind wir ewig rumgehört das letzte Mal. Warum auch immer nicht viel. Und von dem Grünen da hinten sind wir dann gekommen. Da könntest du doch schon recht haben, David. Wenn hier wenigstens Munition drin wäre. Ah, doch, hier. Oh, wow. 3 Kugeln, 9 mm. Willst du mich verarschen, Junge? Der 3, boah, das ist ja mega nett. Also ist ja wie Weihnachten. 3 Schuss und hier ist einfach nichts. Außer Seil und Müll. Wie gesagt, mehr Munition. Ich verstehe das nicht. David fängt an, das Spiel zu hassen. Waren hier wenigstens Viecher drin, als wir hier waren? Oh, nee, ich glaube nicht, oder? Sonst wären die nämlich wieder da, die spawnen eigentlich immer nach. Ja, deswegen. Das ist beschämend. Also vermute ich mal, dass wir bei dem Grünen wahrscheinlich auch waren. Ja, von da sind wir das letzte Mal gekommen und sind doch hier durch und dann noch an die Höhle. Da hast du vollkommen recht. Wir können zwar gerne nochmal hingehen, aber... Nee, ich würde jetzt einfach am Berg lang gehen und dann da hinten hoch. Was da in die Richtung, wo wir gerade gucken, oder was? Ja, genau. Also die Höhle da hinten am Ende vom Berg. Dann gehen wir von da aus zu den anderen beiden Höhlen, weil ich glaube, bei denen waren wir noch nicht. Und bei den grünen Punkten, wenn man nach links guckt vom See, waren wir da schon? Das sind die nach Hause hin. Da waren wir... Da nee, waren nach wir Hause nach Hause ist da, wieder über den Berg. Ja, ja, klar, aber wir sind auch gestern einmal außen hier rum hier gelaufen. Wir waren da hinten an dem Ding gestern am Wasser. Gestern war ich... Warum gestern? Ich war gestern gar nicht am PC. Gestern, vorgestern, ja, ja. Okay. Ich war nicht gestern. Okay, okay. Nicht, dass ihr das jetzt verwechselt, dass ihr denkt, ich war dabei, aber... Nein, ich glaube, David hat recht, bei der Session haben wir wirklich mega viele Höhlen gemacht und auch viel Equip gekriegt dadurch. Na, dann gehen wir jetzt hier nach rechts. Nee, ich habe nämlich, ich wollte den Stream mich heute nachgucken. Und bei Twitch stand, dass der von gestern ist, der Stream. Ich dachte mir auch, so gestern haben wir noch gar nicht gestreamt. Naja, der zählt immer erst voll. Erst wenn die 24 Stunden voll sind, ist ein Tag. Wenn dann nochmal die 24 Stunden voll sind, sind 2 Tage. Und zeigt da die ganze Zeit noch einen Tag an, weißt du? Ich habe vorhin auf den Mittag geguckt und dachte mir, letzte Aufnahme von gestern? Aber ich war gerade auch irritiert, also, nicht, dass ihr vielleicht vorher noch gezockt hatte, bevor ich kam, so. Es hätte auch sein können. Nein, wir warten Bug, Leute. Was? Ja, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Muss ja irgendein Bug bei Twitch sein. Naja. Ist ja auch egal. Wir waren auf jeden Fall da schon, dann laufen wir jetzt einfach. Könnt ihr auch den Weg lang laufen. Links und rechts ist ja auch immer öfters noch Loot. Ey, das ist krass, ne? Wenn man hier in der Dämmerung rumläuft, macht die Taschenlampe an der Waffe kaum Licht. Außer wenn man dicht dran steht. Aber wenn es scheiße dunkel ist, also wirklich dunkel, dunkel, dann denkt man, man hat einen Flutscheinwerfer in der Hand. Ja, hier, es sieht aus, als wenn ich nichts anleuchte, so. Ja, doch, ein bisschen. Wenn ich nach unten gucke, sieht man es. Dann verliert sich's. Ja, das stimmt. Sehe ich auch gerade bei dir, ja. Oh Gott, was essen. Eigentlich, um die Kraft wieder aufzuladen, obwohl ich halt Energies drin habe, gegessen und getrunken, habe ich trotzdem nur minimal diesen roten Balken. Muss man das, wie du meintest, David, dann irgendwie mit Kräutern und so ein Scheiß? Nee, ich glaube, du musst einfach ausgeschlafen sein und auch gut gegessen haben. Und das mehr als nur einen Tag, dann hast du auch Kraft. Meinst du halt generell, Jusen, wenn ich die Ausdauer wieder auffülle, nur mit Energy Drinks, dass das halt keine Kraft dazu gibt, meinst du? Ja. Genau. Ah, okay. Na, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber kann ja auch sein, dass man sich so gesehen buffen kann, indem man sich aus Kräutern, du meintest ja, da kann man sich das ja auch irgendwie zusammenmixen, dass man halt zum Beispiel einen Stärke-Buff sich zusammen. Nee, also Buffs gibt es da nicht, es gibt halt nur Regeneration. Ja, okay. Hätte sein können, bei Stärke hätte es ja noch Sinn gemacht. Also mit Schwarztee hätte man noch sagen können, das ist dann wie Energy-Riegel oder Energy-Drink. Hätte man ja auch noch so machen, aber es ist ja Early Access, wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe von allem etwas mehr.
Energie gesagt, können wir aber so, craften. Aber in dem Game geht es auch nicht so sehr um Basenbau und so ein Blarkeks so. Ja. Sondern eigentlich eher um diesen Wissenschaftler, der gefunden werden muss. Ja, natürlich. Es ist ja eigentlich, kann man sich drum streiten, es ist ja eigentlich nicht richtig ein Survival-Game. Ja, doch, überleben musst du ja, das ist schon richtig. Ja, du musst essen, trinken, das ist automatisch. Ja, aber kein Survival-Aufbau-Game. Also mit Aufbauen hat ja mit Survival auch zu tun normalerweise. Man baut sich eine Basis und blablablub. In dem Spiel, theoretisches Spiel, kann man durchspielen, ohne sich eine einzige Basis gebaut zu haben. Das stimmt, ja. Natürlich. Aber dann hast du natürlich auch mal ein volles Inventar. Ja, na, damit musst du dann klarkommen, klar. Aber habe ich bei einem Streamer auch gesehen, wo ich mal reingeguckt habe, der mal so sein Fazit über das Spiel jetzt vom ersten Mal durchspielen. Er hat ja nicht alles gemacht und hat gesagt, er spielt auch gerne, wenn was Neues rauskommt, weiter und will das nochmal in Ruhe spielen und sich jede Ecke angucken. Er meinte halt, dass es für ihn kein Survival-Spiel ist, weil es halt gar kein Aufbauelement hat. Das gehört für ihn ja, halt aber, dazu, aber das ist ja seine Meinung. Aber ganz ehrlich, das ist nicht Survival denn. Ja. Survival heißt wirklich Überleben. Das ist wie zum Beispiel überleben. Als Wolf in der Wildnis zu überleben. Da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt ein Haus so. DayZ ist auch ein Survival-Shooter. Und da musst du auch keine Basis bauen. Ja, da ist ja seine Ansicht, nicht meine. Deswegen, also ich kann ja seine Kritik verstehen, aber wie gesagt, Survival hat nichts mit Basenbau zu tun. So weil du kannst das Spiel ja mittlerweile in 15 Minuten durchrushen. Na, eigentlich schon. Eigentlich sind es ja denn schon RPG-Elemente, oder? So Rollenspiel, obwohl Elemente mit dem Bauen. Naja, kann man auch schon wieder streiten, nee. Na, ich sag mal, das ist eher so ein Survival-Simulator direkt. Das würde ich dann sagen, okay, da ist also Basenbau schon wichtig. Mittlerweile gibt es auch Baseball als Kategorie. Alter, was macht David? Das sah ja lustig aus. Ich bin auf einmal instant seitwärts gerutscht. Weggedriftet. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich eh durch das. Ist die Frage, wollen wir außen rumlaufen oder mittendurch? Okay, geht nicht mehr. Mir ist es doch egal. Dann gehen wir mal mittendurch. Warum sind wir jetzt runter entleitet? Das war richtig sinnfrei. Haben wir mehr Strecke gemacht. So. Außerdem ging es dort da nicht weiter. Ne, du hast recht, wir müssen erstmal die Karte ein bisschen aufdecken. Schwarze. Dann lauf du vor, Jusen. Nein, ihr seid die mit den Handys im Gesicht. Ist okay. Ich vertraue euch. Ich verfütter ihn noch an die Mutanten. Weil er hat mich zu. Mann, hör doch mal auf, immer so frech zu sein. Bin ich frech? Du musst immer gleich mit Tod drohen, Alter. Ich lasse dich nur ein bisschen rum und du musst mir mit Tod drohen. Ich verwerte dich wieder, nachhaltig. Na klar. Wenn ich einen Chicken Wing esse und das auskote, ist es ja auch irgendwo nachhaltig. So. Also, ich meine, bringt mir aber auch nichts. So. Was ist das denn nachhaltig? Dünger? Dünger für Pflanzen, damit zu wachsen? Ja, es wäre nachhaltig, wenn du aufs Feld scheißen würdest, aber nicht, wenn du das in die Kanalisation machst. Das ist ja nicht mehr nachhaltig. Denkst du, die heben mir jede Wurst aus jeder Leitung raus und schmeißen das als Dünger irgendwo? Ich kacke seit Jahren auf die Fliesen vor der Toilette. Ich muss Wasser sparen, Digga. Also alles teurer geworden. Ja, und dann dafür nimmst du dir dann ein Zewa und wischst es weg, Mann. Ja, genau. Und dann machst du es noch mal in eine Plastiktüte rein? Nee, keine Plastiktüte. Der Schnee fällt nicht vom Baum. Und dann klopfe ich bei Nachbarn und wirst in den Gesicht. Finde ich auch nachhaltig irgendwo. Na, vielleicht für dich. Ist eine nachhaltige Aufgabe. Für den Nachbarn nicht. Na doch, er muss den Scheiß sicher aus dem Gesicht wischen. Aber er wird drüber nachdenken, Alter. Das bleibt nachhaltig. Ja, das in seinem Kopf bleibt es nachhaltig. Na siehst du, mir will ich ja nicht erreichen mit meinem Code. Er soll im Kopf bleiben. Code Usen. Ja, mein, das ist der Usen-Code. Legt euch nicht mit Jusen an. Nee, der kommt uncoated. Ja, Mann, der coatet euch hart ins Gesicht. Nur wenn ihr frech seid. Wenn ihr lieb seid, na auch. Haben auch keinen Unterschied. Für mich sind alle gleich. Ja, genau. Oh, die haben das mit dem Buch gepatcht. Okay. Mit was? Mit dem Hut? Nee, man könnte doch vorher den Berg runterrutschen. Ja, Craftbuch in die Hand nehmen.
Das haben sie gepatcht. Ich höre nicht auf zu rutschen. Ich rutsche immer weiter zur Seite. Scheiße. Steig doch ab. Dann müssen wir woanders hin. Ja, habe ich denn auch gemerkt. Aber der erste Weg war ja... Oh, ich rutsche. Der erste Weg war ja nicht falsch. Also hier müsste irgendwo die Höhle sein anscheinend. Ich hab mir gedacht, ich kann da runterrudeln. Du musst nur weiter rein. Du musst ein bisschen weiter reinzoomen. Hier ist immer noch ein bisschen Stuff. Falls ihr Stuff braucht. Ich komm erstmal wieder zu euch. Den ganzen Weg, den ich runtergerodelt bin. Ey, dass wir uns hier nicht die Hände abfrieren und alles andere, was da zugehört oder rumbaumselt. Was ich nicht verstehe, komm mal her, David. Guck dir die Leiche. Ich glaube, die Leiche gehört dir gar nicht her. Warum sollte eine im Wintergebiet eine kurze Hose und nur so ein Ding tragen? Also ich glaube, die Leiche wurde hergebracht, Alter. Hart gesorgen. Warum hier Olle Kai vom Bowling, David, ne? Der trägt doch im Winter kurze Hosen. Aber guck mal auch, wie er da sitzt. Das will doch keiner im Winter machen, Alter. Also seine Ärmel sehen so aus, als wären sie abgerissen. Oder? Die sind nicht abgerissen, das ist so eine ärmelloses Ding. Ein ärmelloses Ding, alles klar. Ja, so ein ärmelloser Hoodie. Ja, aber ich denke, er wurde einfach. Er war in seinem Zelt, hat da gepennt und dann war was. Oder los, rausgerissen raus. Mit spreizten Beinen, damit er so sitzen darf oder was? Nee, na klar, das passiert öfter, wenn man mit spreizten Beinen ist wegen dir, Jus. Was mir jetzt gerade mal so auffällt, es gibt gar keinen weiblichen Charakter im Spiel, ne? Doch, die Olle. Doch. Mit den drei Armen. Naja, es gibt auch ureingeborene Frauen, aber es gibt keinen weiblichen Charakter, den man spielen kann. Warum sind es denn alles nur Männer? Ja. Weil wir eine Special Force sind. Ja, keine Frau nicht, oder was? Da sind Frauen nicht erlaubt. Existen. Nee, das keine Spiel Ahnung, ist Texas. Nach David darf es gerne sein, aber nach dem Spiel anscheinend nicht. Also ich fühl da David mit, so. Du kannst ja jetzt nichts dran ändern. Geil, hat sie gelohnt, Leute. Das sind nur Männer hier auf jeden Fall. Und das ist eine fette Höhle auf jeden Fall. Alter, braucht noch jemand Seil? Ich hab schon 30 Stück im Arsch. Das ist nee, ganz ehrlich, meine Seile paaren sich schon in meinem Rucksack. Ich hab schon ganz viele kleine Seile. Ich hab Angst vor der nächsten Höhle. Was ist wieder ein Reinfall wird, meinst du? Die da unten im Grünen sollte aber mal wieder eine richtige sein. Ja. Außer das ist auch eine Kacke. An diese Grundeinstellung von David gefällt mir gar nicht. Peiler, mach was. Aber mal so als Frage, Jusen, findest du, dass die Karte jetzt viermal so groß ist wie die aus dem ersten Teil? Viermal? Na, viermal finde ich ein bisschen viel, oder? Wie gesagt, ich habe das schon. Die Karte im ersten Teil war ja recht groß. Hölle? Viermal. Alter, ich fliege! Alter! Wow! Alter, okay, jetzt bin ich an einem Stein. Aber Rodeln macht auf jeden Fall Fun. Das hat was für sich, ja. Ach, man kann mit Leertaste auch springen beim Rodeln, Leute. Ach so, das ist auch geil. Also damit könnt ihr auch über Sachen drüber springen. Oder drunter springen. Ja. Oder vorbeispringen. Das macht der Jusen meistens. Oder gegenspringen. Das schafft der Jusen auch, ja. Oder umspringen. Umspringen? Ja. Oder auch Hochade. Hochade? Oder auch umspringen. Jetzt haben wir auch mit diesem Umsprung. Was gibt's denn Umtrunk? Umtrunk? Und der ist nicht so, und der ist nicht so gesund. Muss wie jemanden umfahren und jemand umfahren. Ja, das. Das ist eine Betonungssache, da hast du recht. Ist aber gleich geschrieben beides, also. Ja, aber du kannst ja jemanden. Linguistisch gesehen sehr faul ist Deutsch. Ja, du kannst jemanden umfahren, indem du drüber fährst oder du. Oder vorbei fährst, ja. Warum ist denn hier? Aber wir verstehen. Also. David, du wirst es nicht glauben, aber wir verstehen so die deutsche Sprache. Ja, verstehe ich. War mir nicht auch schon? Ich glaube, überall, wo noch kein Holz vor ist, da waren wir schon, Alter. Da waren wir nicht. Na, dann gucken wir. David sagt, hier waren wir noch nicht.
Sicher ist sicher. So eine Kacke. Oh, hier ist der König. Der King, sagst du, Jusen? Alter, Gott sei Dank gibt's die Seil, Alter. Ich hatte kaum eine Fetches. Schnauze. Ach man, ich wollte gedrückt halten, sorry. Jo, der hat einen schönen Sessel. Warum können wir den hier mit nach Hause nehmen? Ich auch nicht. Weil er reingepupst hat. Den nehme ich mit nach Hause, wo ich von der Leiche reingepupst hat. Der hat nicht mal was bei, Junge. Ja, es ist alles hier low gerade mit Höhle. Vielleicht haben wir den geilsten Höhlen schon gemacht. Kann nicht sein, dass er sich nur vorne Mühe in den Höhlen gegeben hat. Je weiter du nach hinten gehst, umso weniger. Hätten sie es auch weglassen können. Na, auf jeden Fall nicht auf der Karte markieren müssen. Leute, ganz kurze Frage. Hat jemand von euch Seil? Langsam. Nee, ich hätte ja nur noch ein bisschen Seil. So, dann folgen wir dem scheiß See und... So, kannst du noch mal kurz in deinem Inventar gucken, der wird auf Seil. Alter, im Maul, ganz ehrlich, vorbei damit! Du endest als Mutant im Armbrot. Schön windig, Alter. Ich höre jetzt auf. Merkt man, der Herbst kommt. Er ist echt nicht nur ein bisschen windig. Kein Fisch gesehen. Ich hab das Gefühl, dass die Fische da uns einfach. Oh, abholen. Oh nein, die Menschen kommen. Hier ist ein Wasserfall. Okay, ich guck dir, du machst vor, ich mach nach, ja? Mann, und hätte hier nicht mal eine Höhle hinter sein können, das wäre doch schön gewesen. Alles schon dezent dürftig. Juhu! Oh. Ich bin tot. Yo, cool, David. Nein! Oh, du hast mich wiedergeholt. Ich war ganz oben. Ja, ich muss weiter anlegen. Ja, ja. Da kommt man nicht hoch, oder? Nee. Oh, guck mal. Wir gucken mal eine Runde in den Berg. Das ist ja echt so gebaut, dass man... Wow, 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 wow! Ja, kann mich mal... Nee, doch nicht. Okay. Ich so, David, sonst muss man versuchen, da hinten einen Baum zu treffen. Oder so. Ja, das klappt schon dabei. Ja. Schieß! Ja, ich treffe das nicht so gut. Ja, ist von der Seite hier vielleicht besser, wo ich stehe? Ja, warte, ich dachte, du hast recht. Warte, nee, ich probier's doch mal aus. Ich komm da oben nicht mehr ran. Nein, hör auf. Ja, von hier unten nach da oben. Ja, sonst komm doch mal hierher, David. Vielleicht ist es hier schittiger. Meine Pistole, schießt du selber, Mensch, wo liegt denn? Ja, weil du bist der Perfect für Sicherheit. Ich kann doch nicht mehr hoch, was soll das?
Ich probiere das jetzt aus und dann gucken wir, was passiert. Fällst du runter, würde ich sagen. Nee, Glück. Und auch. So, jetzt brauchen wir das Ding nicht mehr. Ich baue es hier ab. Na gut, sind wir wenigstens schon mal oben. Aber schon cool gemacht hier mit dem Wasserfall. Ich will sehen hier oben dazu. Oh, da hinten ist da eine Höhle. Ja. Steht Milch. Okay, der ist auch ein bisschen tief, der See. Ich hoffe nicht, dass es noch hier irgendwo in einem See ein Unterwassermonster gibt. Man springt fröhlich rein und plupp, nascht er dich von hinten weg. Waren wir jetzt bei dem Grün eigentlich da hinten? Nee. Bei welchem Grün? Dem da? Nee. Dann gehen wir danach. Mal machen. Leute, ich warte auf euch. Ja, wir sind am Kommen. Achso, ich würde vielleicht noch kurz mein verrottetes Fleisch braten, oder wollen wir erst reingehen? Vielleicht, wir gehen erstmal rein, vielleicht ist es eine Kackhöhle. Schauen wir mal. Willst du mich verarschen? Ja, David, und es ist eine Kackhöhle. Hier ist eine Kiste. Ja, ganz viele Kisten. Ich habe nicht mal Bock, die aufzumachen. Ist ja eh nur Scheiße drin. Da könnten noch Seile drin sein. Oh, sorry. Ja, das ist, was wir am meisten brauchen. Münzen und Seile. Na ja, gut, im Endeffekt brauchen wir so für die Seile rutschen, aber. Nee, Leute, wir haben aber Munition wäre mir lieber gewesen. Wir haben aber im Lager, weiß ich nicht, bestimmt 70 Seile oder so. Wir gehen ja jetzt zum grünen Punkt. Der wird hoffentlich besser. Jetzt pass auf, der grüne Punkt ist jetzt auch bloß. Man geht irgendwo durch die Tür rein und kann wieder raus. Kriegen die Shotgun und dann ist gut. Na gut, das mussten sie ja, glaube ich, mehr oder weniger machen, weil dadurch, dass die Spawns ja unterschiedlich ist, ja, wenn du in die Höhle gleich um die Ecke gehst, dass du gleich weghauen wirst. Wo war das jetzt? Das war auf der anderen. Das war da hinten. Oh, müssen wir so weit laufen. Ich würde sogar sagen, wir laufen noch mal ein Stück nach links und dann gehen wir über den Fluss. Oder obwohl, wir können ja hier rüber schwimmen. Wir können einfach hier rüber schwimmen. Ist wieder gleich. Das war. Ja, den hätten wir schießen müssen. Ich brauchte nur einen Bolzen. Ein Bolzen? Schon für dich, Jusen. Jusen will sich einbolzen? Warte, das war ein Viech. Das stimmt, das stimmt. Naja, gucken wir mal, ob wir jetzt was finden. Bis jetzt ist er ein bisschen für den Arsch gewesen. Naja, in 8 Tagen oder so gibt es ein neues Update, ein großes. Oh, bin ich auch echt gespannt drauf. Ich hoffe bloß, dass es nicht nur Bugs-Fixe sind, weil. Nee, ist ein großes. Sondern Inhalt. Ja.
Gehe ich auch davon aus. Sonst wird es keinen Countdown geben. Und Hotfixes und sowas machen sie ja zwischendurch gerade schon die ganze Zeit. Das Gute ist ja bei dem Entwickler, dass die wenigstens, wenn man das Spiel startet, immer anzeigen, wann das nächste Update kommt. Ja, deswegen, das würden sie ja nicht machen, wenn so ein Hotfix ist. Außerdem gab es zwischendurch hier wie gesagt, der Bug mit dem unendlichen Holz und das wurde ja jetzt alles rausgenommen. Du konntest ja auch vorher, wenn du den Berg runtergeglitten bist, ins Buch gucken und dann auch weitergleiten, so wie mit dem Schlitten. Ja. Das geht mittlerweile auch nicht mehr. Also du kannst es drüber probieren, aber bei mir gibt's nicht mehr. Wo sind die Gegner? Da vorne. Gib ihm Header, Digga. Ja, aber ich hätte mir gewünscht, dass einfach eher diese Camps angezeigt werden. Schwing! Das nenne ich mal einen gemütlichen Sitz, David. Der ist wenigstens mal gepolstert, nicht wieder ein Knochensitz. Polstert. Na guck doch. Setzt du dich schön auf eine Lunge oder was ist das? Ne, das ist ein Arsch. Da ist ein Typ, pass auf. Das war so eine Frau, die weint. So. Ja, ah, die gönnen sich ja auch richtig schön Ramen, Trocken und Cornflakes und so. Haben wohl Geschmack dran gefunden, was die Leute hier immer mitbringen. Und die haben auch hier Gräber geplündert. Ja. Schwing. Schwing. Hä? Ey, wollen wir Fußball spielen, die Hosen? Hast du Fußball gefunden, oder was? Na, hier. Vor dir. Da ist das Tor und... Na, warte. Ich sehe gar keinen Ball. Siehst du nicht, was hier rumrollt? Die Gedärme? Wenn du schnell gegenläufst? Nee, ich sehe also manchmal. Okay, schade. Lass uns Gedärmball spielen. Und vorschießen! Der erste Ball war eigentlich auch aus. Ja. Innerein. Ich dachte aus Därmen. Ist auch Innerein. Ja. Alles im Körper sind Innerein. Wollen wir weiter? Habt ihr den YouTube-Fußball gespielt? Ja, ja. Ich hab zugeguckt beim unsichtbaren Ball, den ich nicht gesehen habe. Aber gut, dass du denn zugeguckt hast. Ja, mein. Ich war auch begeistert. Ja, irgendjemand kam gerade dazu. Hallo, hallo. Hey, Schachschaulin. Hallo. Hey, warum verschwinden jetzt meine Bolzen die ganze Zeit? Vielleicht gehen die kaputt. Das sind Verschwindebolzen. Ist doch kacke. Wenn du die ins Klo legst, dann verschwinden die nun mal. Na, ich mach die immer, ich park die eigentlich im Auge der Gegner und dann gehen sie halt weg. Boah, bist du ein Schwein, Alter. Ich glaube, die hassen uns ein bisschen, weil wir gerade das Dorf ausradiert haben. Ich habe gerade auch noch einen niedergestreckt, wenn es leicht geleckt hat. Dabei. Ich habe hier nochmal einen Hershey. Ein Elshi, besser gesagt. Ja, schön. Kann nicht mehr Fleisch drin. So, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Achso, das ist alles okay. Was rennt er weg oder wird? Alter. Jo, ich hab ihn sein Bein abgeschnitten, oder? Jupp. Hat man gehört. Er bindet sich. Shutter schwingen. Katana ist schon was Feines. Habe ich im ersten Teil schon gemocht. Ist nochmal so ein Dorf. Und da müssen wir aber auch wohl hinter. Oder müssen wir da sogar hin? Zu weit daran so, ne, wir müssen weiter weg. Der eine rennt hinterher. Das ist von mir.
Bin extra am Bogen gelaufen. Du bist schon ein verdammtes Genie, Dicker. Du weißt schon, wie man die Leute ausrichtet. Ja, wa? Hier ist noch Draht. Alter, mich hat instant einer umgekloppt, hä? Ja, ist so ein großer, der hat dich weggetreten. Ist ja doch hier. Lieg hier rum. Ups. Ich hatte jemand abgestochen. Jo, ich habe aus Versehen David mitgetroffen. Das wollte ich nicht. Tut mir echt sorry, David. Plan von dir. Jetzt, wo wir den grünen Punkt erwischt haben. Erstmal hinterrücks abzustoßen. Den Boden lassen. Tu mir das Messer ins Gesicht gerammt. Oh, ich bin bei euch. Hallo. Hast du es erlöst, der? Ja. Ist ja auch anstrengend, ein bisschen. Das ist hier Wimmer. Ich sterbe. Das ist okay. Geht immer nur um die Opfer, nie um die Täter. Ich hatte Spaß dran, mir interessiert keinen. Toll. Oh, da kommt noch einer. Oh, ich hab keinen Pfeil drin. Boah, der killt mich jetzt auch. Oh, Alter. Ich hätte mal blocken müssen. Voll der Berserker-Mode. Ja, wenn die gepanzert sind, können die recht viel einstecken. Jetzt rennt er weg. Was für eine. Was für eine Moschee. Die Medizin nix, wenn man durstig ist. So, jetzt. Hä? Richard. Hm. Lecker. Aber das Handy pinkt nicht aus, Alter. Na, aber ich glaube, wir müssen hier graben, ja. Ja, da ist eine Schaufel. Wir müssen mal buddeln. Ich probier's mal, ja. Alter! Das ist ein Boden. Was sehe ich, welches Inventar hier? So ein scheiß Motherfucker. Leute, könnt ihr mir kurz. Alter, pass auf, der Wurm ist bei dir. Ja, na. Aua. Ich hab mich gerade geheilt. Ich bin tot. Dam, dam, dam. Kann mich einer hochholen? Ja, ich krieg auch am Boden, also ich kann's nicht. Liegt beide am Boden? Ah. Ja. Und der Boden rennt mir hinterher. Wie gesagt, ich war gerade das Inventar, da habe ich so gerade im Augenblick dieses Ding gesehen. Da wollte schnell raus und war schon tot. Nee, das Spiel macht wirklich Spaß hier und da. Willst du usen? Ja, sofort. Lassen liegen. Habe ich keine Pfeile mehr? Ist das Vieh weg oder? Nee. Nee, es war nicht gut, aber das Vieh macht gerade den Vieh platt. Da ist es zu Hause. Die Usen, was das ist, hat schon Kaugummi einfach an. Das ist mein Lieblingsanzug, lass es. Das ist dein Schlafanzug. Du kannst sie ja wenigstens auseinanderhalten, wenn sie schon beide gleich aussehen. Sehr süß. Ich danke dir. War gar nicht so billig. Siehst ein bisschen aus wie meine Tochter jetzt. Habt ihr den gleichen Schlafanzug? Die hat auch so einen Schlafanzug, glaube ich, ja. Ja, zumindest haben wir denselben Geschmack, ja. Ja. Der macht die Bequemlichkeit ziemlich hoch, deswegen trage ich den. Ja, glaube ich. Der sieht echt scheiße aus, der kann nur bequem sein. Da muss ja alles drin schwingen. Wollen wir ihn auseinandernehmen? Jo, 3, 2, 1, go! Bin schon dabei. Und Jusen kriegt nichts mehr. Nein, müssen wir da noch buddeln. Müssen wir hier buddeln, nur? Ich glaub, da auspacken. Ja, genau. Achso, man hat ja bei den Trailern schon das Inventar gesehen. Und es ist höchstwahrscheinlich, dass noch eine Sniper dazu kommt. Ja, nice. So, Kletterhaken für die Berge. Wie fehlt mir noch? Der Sniper-Gewehrchen. Nachtsichtgerät gibt's eventuell noch. Ein Sturmgewehr wäre doch theoretisch auch noch drin, oder? Leute, ich hab was.
müssen sich schon noch ein bisschen was einfallen lassen hier, aber ist ja auch Early Access, haben wir noch Zeit. Ich würde gerade sagen, wir lernen uns gerade mal draußen 2 Wochen, nicht mal? Anderthalb, glaube ich, oder? Nee. Jetzt. Letzte Woche kam es doch erst raus. Deswegen nicht mal 10 Tage oder so. Also ist schon okay, Alter, für die ersten 10 Tage. Na, nicht mal eine Woche. Letzte Woche Donnerstag, ja. Ich grab einfach immer weiter. Jusen mit Erde beworfen. Fang Jusen. Oder später werden wir alle mal mit Erde beworfen, Alter. Nee, ich will verbrannt werden. Okay, ist offen der Bums. Ich geh rein mit meinem Pyjama. Jusen, erstmal hier halt kurz streicheln. Schneller, Jusen. Main Terrence B, Alter. Okay. Erstmal mit deiner blutigen Hand da so durch. Alter, es ist verschlossen. Es ist immer noch verschlossen. Aber jetzt kriege ich's auf. Magic. Okay, Leute, hier sind gar keine Gegner. Pass auf. Nee, ich glaube, hier ist wieder nur ein 3D-Drucker. Hier ist gar keine Gegner. Passt auf. Sehr schön. Man weiß ja nie, was kommt. Was ist, habe ich euch gesagt, aber man weiß nie, was kommt. Ventilatoren! Ich geh raus, diese Ventilatoren. Jusen hat schreckliche Angst vor Ventilatoren. Ja, seit ich in der Kindheit so ein traumatisches Erlebnis hatte. David macht The Golden Boy, ja? Oh, hier ist ein Raum. Alles unter Wasser. Jusen hat einfach nur Angst vor frischer Luft. Eigentlich ein Wunder, dass wir keinen Stromschlag kriegen. Scheiße. Hier ist ja kein Strom im Wasser. Ja, und der 3D-Drucker läuft ja sehr positiver. Der läuft mit positiver Energie. Hier ist ein Schlafzimmer, da ist was auf dem Bett. Achso, ne, ist nur eine Lampe, wir können speichern hier. Okay. Oh, einen frischen Kaffee, Alter. Oh, der hat sich auch in der Badewanne umgebracht. Alter, und Leute, ich habe... Ich füße jetzt mal vorne. Kompositbogen. Ah, cool. Der ist hier bei dem Kumpel, der irgendwie nach Gold sucht. Im Wasser. Hierfür sind ja noch die besseren Pfeile. Okay. Wo sind die besseren Pfeile? Nice. Mit den Bogen sind dann quasi auch die besseren Pfeile. Richtig, oh, ja. David. Ja, da kannst du halt auch alle Pfeile benutzen wieder. Nicht nur Bolzen. Hier gibt der Sinn. Hast du geholt, Pfeile raus? So, denn ein Bogen einer Badewanne. Und der wollte einen kühlen Kopf bewahren? Nee, der sucht nach Gold, Digga. Achso, Goldgräber ist er da so. Der hat sich mit dem Bogen umgebracht. Ja? Der hat überall seinen Bogen gesucht, nur nicht auf dem Rücken. Da ist er. Der ist beim Temperaturfühlen eingeschlafen. Schlechtes Timing. Ja, so kann man es natürlich auch sehen, ne? Ich frag mich auch, wie die das Inventar denn noch erweitern wollen, weil so viel Platz ist dann auch gar nicht mehr drin. Also muss man ja sich dann noch wesentlich weiter nach links und rechts drehen oder doch noch irgendwie Erweiterungspakete finden oder sowas, keine Ahnung. Ich hatte eigentlich auch eher gedacht, dass wir das Inventar nicht so gleich von Anfang an haben, sondern dass man sich das... Naja, dass man hier jedes Element so blub, blub, ne, dass man sich das dazu verdient, sagen wir mal so. Das wäre eine coole Änderung, also... Dass man die auch erst finden muss, man erst halt nur, was weiß ich nicht, mit einem maximal gelben startet und dann diese Sachen alle dazu finden muss. Ja, es wäre auch cooler gewesen, wenn sie es vielleicht ein bisschen besser verteilt hätten auf der Karte. Dass nicht relativ bei uns alles ist, sondern dass es halt manche Billo-Höhen, sage ich mal, dass es da erst gewesen wäre. Mal gucken, was sie machen. Beim nächsten Update haben wir das verloren alles wieder. Müssen wir vorne anfangen. Das kann gut sein. Wenn die Endversion in 6 bis 8 Monaten rauskommt, müssen wir wahrscheinlich trotzdem neu anfangen. Ist ja wie bei Grounded wahrscheinlich dann. Naja, vielleicht machen sie es ja so, dass es da quasi in einer neuen Mission startet dann. Also dass ihr quasi die jetzt im Early Access dann abschließt und dann auf eine neue Mission geschickt werdet auf einer anderen Insel oder auf einem anderen Land. Und dann quasi von vorne anfangt. Na, ich glaube, das wird eher unwahrscheinlich, weil die machen das Endgame wahrscheinlich auf dieser Insel auf. Bau, sag ich mal, auf diesem Baustil, den sie jetzt schon hier haben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal eine neue Insel machen werden. Höchstens vielleicht an einer anderen Stelle, das aber. Naja, die Insel kann ja quasi gleich sein, nur dass quasi, also dass die Mission nochmal anders startet. Dass ihr da nochmal mit dem Heli hingeflogen werdet oder so.
dass wir keine Millionäre mehr suchen müssen, sondern... Ja, aber der auch kein Millionär, sondern eine Millionärin. Der Lichtschein von der Lampe, die man sich unter die Waffe machen kann, ist so ganz schön billo und verpixelt, Alter. Ja, das könnte aber auch an DSS liegen. Okay. Hans, und ich glaube, wir haben ja alles, oder? Ja, im Nebenraum ist noch was. Ja, oder es kommt raus, dass ihr den Millionär dann quasi gefunden habt, aber die weibliche Gesellschaft, die er dabei hat, die müsst ihr noch finden auf der Insel. Und die ist eigentlich der große Kopf hinter der ganzen Sache hier. Na, eigentlich müsste man, finde ich, dann eher zuerst die weibliche Gesellschaft finden und dann den Millionär. Kann ja vielleicht auch noch kommen. Wer weiß. Ist der Millionär, hat ja Geld. Ja, das ist ja immer so. Bis jetzt haben wir noch nicht gefunden, den Julinus. Genau, ist ja immer der Start der Mission, ne? Also immer erstmal Millionär finden und dann entwickelt sich's ja. Natürlich. Damit kannst du nie was falsch machen, wenn du am Anfang sagst, find mal Millionär. Da bin ich dabei, das kenne ich. Naja, machen wir doch. Gib Finderlohn. Ja, logisch. Wenn du auf eine Mission geschickt wirst, such mal drei Tanzdamen, die bei einem Millionär waren, dann weiß ich nicht, strengt man sich vielleicht nicht so an oder na, so. Na, wir hätten unten mal pennen gehen sollen. Egal, wie wir hier oben pennen. Die waren auch irgendwo Zelt, oder? Na, hier, wir können auch hier bei so einem Zelt pennen, oder? Nee. Oh, ich beim vom Zelt. Ureingeborenen kann man nicht nehmen, du. Ich penne hier. Willkommen zu dir. Dann nimm doch. Ist aber nicht Survival-mäßig da, ne? Also nicht so eine erhöhte Plattform vor Krabbeltierchen und so. Das ist einfach nur. Das ist ja auch das Einfachste der Einfachsten. Erstens, Krabbeltierchen essen wir, Alter. Das ist Nahrung während des Schlafens. Zweitens, wer ist der Überleben? Und manchmal muss man an den Rand des Wahnsinns gehen, um zu überleben. Okay. Dass ich die hier zu erklären muss. Ja, wenn du auf einer Insel mit mutierten Viechern bist, dann will ich gar nicht aussehen, wie die Käfer aussehen. Ne? Die sind freundlich eigentlich, die grüßen auch manchmal, wenn wir vorbeilaufen. Wenn da so eine Spinne an dir vorbeiläuft mit 20 Augen und nur einem Fangzahn, aber so ein Fangzahn. Aber nur ein Auge zwinkert uns an und dann wissen wir, okay, da läuft was. Das ist meine, also da ist Liebe in die Air. Da steht der Fangzahn, du. Aber steif wie Nachbars Lumpi, sag ich dir. Da tropft der Zahn, du. Wie eine kaputte Klimaanlage, ich schwör's dir. So. Ah, schön. Ach ja. Kaputte Klimaanlage. Ist schon was Lustiges. Zum Totlachen. Irgendjemand schreibt mich hier von rechts an. Na, so. Dann schrei ich dich jetzt von links an. Okay, Tinnitus, ich bin taub. Ja, hab ich auch gehört, dass man immer beide Ohren gleich belastet. Ja. Weil sonst ist ja kein Trommelfeldschaden am Start. Schade. Übrigens, falls jemand von euch Bedarf hat, ich habe gestern meinen Stromanbieter gewechselt. Die Strompreise sind gerade ziemlich gefallen, also die Angebote sind recht gut. Aber was zahlst du denn die Kilowattstunde? Jetzt 36 Cent. Oh, ich zahl 19. Ja, du hast ja auch noch den vor, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahren. Zwei oder drei, glaube ich, sind es eher schon. Aber der hat sich nicht geändert, wir zahlen immer noch das gleiche. Okay. Nicht schlecht. Dann behalt den so lange wie du kannst. Ja, natürlich. Wir sind ja froh, dass das jetzt so ist. Ich weiß halt nicht, ob es einen Unterschied macht, ob der Anbieter halt einfach so gut ist. Oder ob es halt damit zu tun hat, habe mich ja auch nicht belesen oder so, dass es halt wirklich ein reiner Biostromanbieter ist. Das macht keinen Unterschied. Ich habe auch viele Angebote mit Biostrom gesehen. Die sind alle, also der niedrigste war jetzt 35 oder 34 Cent. Da war aber der Grundpreis höher. Ja. Ist ja auch die Frage, was habt ihr denn für einen Grundpreis? Also. Weiß ich nicht, Alex, muss ich nachgucken.
Und das also, mache ich jetzt aber nicht. Nein, natürlich nicht, aber hatte jetzt auch ein Angebot gesehen, irgendwie mit 34 Cent die Kilowattstunde, aber dafür irgendwas in 12 oder 13 Euro pro Monat im Grundpreis. Da bezahlst du schon, weiß ich nicht, 190 Euro oder so. Nur alleine, dass du den Stromvertrag hast. Ja. Dann Verbrauch. Lächerlich. Ja. Aber ja, für die anderen, wie gesagt, falls ihr da, die sind gerade recht niedrig. Vor einem Jahr, wo ich geguckt habe, waren sie bei 50 Cent die Kilowattstunde oder so. Aber jetzt ist ja eh die Bremse ab 40 Cent, oder? Ja, ja, genau. Und aber jetzt müssen sie wieder Konkurrenzdenken anwerfen. Ja. Und dadurch sinken die Preise jetzt wieder langsam. Ja. Deswegen wollte ich nur mal einwerfen, falls einer was braucht. Jo, ist ja auf jeden Fall gut zu wissen. Ist mega Knorke, Kissen auf sein Auge, Dicker. Ja. Immer wieder gerne. Für ein Küsschen von dir mache ich alles. Bring Menschen um. Nochmal. Digga, wie läuft's denn noch pro Woche, also ganz ehrlich. Aber wieder so tolle Musik, die gar nicht nervt. Du hast ein Radio gefunden, oder? Nee, das Radio hat mich gefunden. Oh, guck mal, hier ein gehäuteter Mensch. Okay. Ah, hier liegt noch Klamotte. Nicht nur geholzt, okay. Ich sehe doch den Knochen, Dicker. Winterjacke. Aber so wie es aussieht, kannst du dich bei ihm reinlegen. Kannst dich rankuscheln. Ist bestimmt schön warm mit ein paar Knochen. Besser, Juve? Ja, halt den Puls noch höher, ja. Okay. Mit meinem Wasserfall ist wieder nichts, aber ich gehe nochmal schnell gucken. Ich würde auch erst gucken, aber gut, dass du es machst. Aber da oben links könnte eine Höhle sein, oder? Das sieht muss alles aus. Auf der Karte sein. Ja, wir haben bis jetzt noch keine versteckten Höhlen gefunden. Ah, okay. Was ich finde, eigentlich blöd finde, weil ohne Witz, sie hätten die Marker weglassen sollen. Wäre viel mehr Erkundung gewesen. Das stimmt. Und wenn man denn in der Nähe ist oder dran vorbeiläuft, dass man es dann auf der Karte markiert, meinetwegen. Oder ja, dass man, oder krasser, dass man alles selber einzeichnen müsste im GPS. Ja, oder dass wenigstens die Karte sich wie bei Valheim einfach aufdeckt. Ja, genau. Ja. Dass man es dann auch sieht, ja. Na gut. Ja, ist ja, wie schon gesagt, Early Access, ne? Also. Da kommt noch was. Ah, vielleicht machen sie es ja noch. Ich denke mal, also die Karte, die gibt ja auch richtig viel Potenzial für Geheimnisse und ja, Geheimgänge und alles mögliche. No. Irgendwelche versteckten Bases oder so. Wenn dann noch neue Gegnertypen dazukommen oder halt mal bei irgendeiner Höhle ein Boss drin wäre. Das wäre auch ja, cool. Genau. So aus den Raid-Bosse, ja, genau. Das wäre auch echt knorke. Ich denke, da ist echt viel Potenzial drin. Auch an. Was ich auch cool finden würde, wenn du so einen Fluss hast oder so einen Wasserfall und dann Fass mit, also wenn du da runter springst, dass du einfach in den Fass bist oder so. So wie es aussieht. Mit dem Schlitten kannst du aber hier, glaube ich, nicht verstehen. Ja, mit dem Schlitten kannst du das machen. Ist auch schon cool. Wir hätten uns jetzt hier auch den Schlitten unter den Arsch machen können und wären hier über das Wasser gefahren. Und David macht's gerade. Na, dann machen wir's auch. Dann rudeln wir wieder voll am Ziel vorbei. Na toll, oh. Ich bin genau hier auf dem Stein hängen geblieben. Das ist doch kacke. Ist doch kacke. Yeah! Wuhu! Euphorie! Euphorie! Funktioniert hier bloß an der Stelle nicht ganz so gut wie erhofft. Euphorie! Lenken ist auch kacke, Alter. Euphorie! Werf einen blauen Panzer. Auf den ersten, der wird der erste. Ne? Hier ist ein Lager. Cool, Unterwasser. Guck mal, ich fahr Schlitten unter Wasser. Oh. Du hast einen Unterwasserschlitten, wie cool. Ja, Mann, wollte auch. Alter! Wollt auch mal mit meinem Unterwasserschlitten schlitten? Schlitten? Ich will auch mal Schlitten. Da brauchst du auch nicht bitten. Nee, du brauchst danach vielleicht deine dritten. Und du kriegst es umsonst, zeigst du mir deine T-Pum-Pum-Pum. T-Pum-Pum-Pum. T-Pum-Pum-Pum.
Dass du immer willst, dass man dir den Tee zeigt. Na, mal ein bisschen den Tee zeigen, ist auch mal gut. Das ist guter Tee, das ist schlechter Tee. So, wenn das eine neue Höhle ist, endlich mal wieder, dann gehe ich auf jeden Fall erstmal schnell pinkeln, Alter. Ja, ich muss hier auch was essen und dann gehe ich auch kurz pinkeln. Erstmal ein bisschen Katzenfutter. Und es gibt kein Hundefutter, finde ich immer noch ein bisschen irgendwie leicht rassistisch. Rassistisch. Ja, ich schluck mal rein.